weiter geht's, meine Freunde. Grafikkarte. Das letzte vom Zusammenbau. Dann schauen wir mal. Also, da müssen wir den zweiten und dritten Slot die Blende entfernen. Das Schöne ist natürlich hier, wenn die geschraubt sind, immer besser. Hoppala. Weil zum Ausbrechen, die kannst du nicht wieder reinhängen, dann hast du hinten immer offen. Ja, also da ist immer dann ein Problem. So, schieben wir rein. Das war's schon. Ja, vorher den Hebel hinten aufmachen, das ist ganz wichtig, sonst passt es nicht. So, die rastet dann auch meistens schön ein. So, auch hier die Schrauben nur reindrehen. Jetzt kann ich noch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht was hochschiebe, dass sie schön gerade auch hängt und dann festschrauben. So. Jetzt machen wir aber da noch den Stromanschluss für. Dann haben wir unser neues System komplett fertig. Ja, so, darum müssen wir jetzt noch mal nach hier hinten. So, dann müssen wir nämlich den sechspoligen Stecker, den haben wir ja hier hingelegt. Und dafür habe ich das weiße Kabel von Mach den Heiz. Ja, da war auch schon einer losgegangen. Oh, das ist der 8-Pin. Oh, Moment, ich brauche aber den 6-Pin. Das ist er. Den habe ich dann wieder selber so ein bisschen geflickt. Ja. So. Den wollen wir jetzt gucken, dass wir den auch hier irgendwie angeschlossen. Wir könnten... Ne, wir gehen schön von der Seite durch. So. So. Und legen das schön hier. So. So, das ziehen wir jetzt wieder zurück, bis man einigermaßen schön. Typ C haben wir in der Front hier nicht, am AO-Panel. Ja. Und jetzt werden wir mal gespannt, wenn wir den anschmeißen. Ja, ich bereite mal alles vor. So, ich muss nämlich erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ja, ich habe jetzt noch die WLAN und die Bluetooth-Antenne angeschlossen. Ja, die hängen jetzt auch hier fest. Hatte ich ganz vergessen. Und ich habe gerade noch mal in MSI reingeguckt. Da sind auch noch verschiedene Kabel dabei, zum Beispiel für Corsair Link direkten Kabel. Ja, und hier war auch noch mal ein Verlängerungskabel, ein Y-Kabel für sag schnell, für RGB, also 4-Pin. Und hier war noch eins mit 3-Pin. Ja, also auch noch mal hier dann so ein Anschluss für Corsair. Ja, also sind verschiedene Kabel dabei. Da war hier noch eine feste SLI-Brücke. Also das Board beinhaltet schon sehr viel, muss ich dazu sagen. Und da kommt man auch mit dem, was ich jetzt hier angeschlossen habe, mit den ganzen LED-Sachen, kommt man gut damit hin. Ja. So. So, also Tastatur und Maus habe ich jetzt einfach mal was genommen, was ich noch da hatte. Ich wollte jetzt nicht hier die Cooler Master alles umklemmen oder oben, sondern hier unten können wir das Ganze, glaube ich, so ein bisschen besser. Der Monitor ist dran. Einen habe ich jetzt dran gemacht. Wir haben eigentlich alles fertig. Grafikkarte ist eigentlich noch Platz genug. Wer jetzt haben sollte, ich messe mal kurz, was er da noch Platz habt. Also da sind jetzt noch über 5 cm mehr wie meine Karte. Ja, also ich kann mal genau messen, wenn wir jetzt mal schauen. Die kann also ruhig 30 cm haben. Die Karte, die ihr habt. 30 cm, also 29,5, 30 cm. Also ja, 29,5 eher. Ja, meine Karte hier, die hat zum Beispiel ja, 25. Ja, also wisst ihr Bescheid. Ist vielleicht auch nochmal ein Maß, was der ein oder andere wissen möchte. Und ja, ich bin der Meinung, wir legen jetzt mal los. 1060 ist drin. Gucken wir mal, Strom fehlt noch. Ah, wir brauchen noch ein Stromkabel. Das liegt hier. Ah, ist natürlich jetzt was kurz, komme ich jetzt nicht mit hin. Also, ich muss das mal kurz umstecken hier. So. So, stecken wir das da oben ein, dann kommen wir hier besser dran. So, ich
Steht noch auf Null. So. Ja. Und sollte man das Ganze jetzt hier, es gibt ja auch viele, die vielleicht sagen, ich habe meine Grafikkarte noch nicht da. Ich habe aber ja einen Prozessor, der hat jetzt zum Beispiel eine Grafikeinheit und die kriegen dann kein Bild. Habe ich jetzt gerade erst gehabt, oben von Facebook jemand, und der wollte dann das Bocht also alles schon betreiben, eben nur mit der Grafik vom Bocht. Er sagt, er kriegt kein Bild. Das ist das Problem bei den neueren Bochts, das habe ich bei Gigabyte auch schon gehabt. Die sind im BIOS nicht umgestellt. Das heißt, ohne Grafikkarte lässt du da nichts laufen. Ja, das ist leider so. Das heißt, man müsste erst eine Grafikkarte anschließen, kann auch eine ältere sein, oder man leiht sich eine, habe ich ihm gesagt. Dann muss man das im BIOS umstellen und dann erst funktioniert auch dann der vom Bocht der Grafikausgang. Ja, ob es HDMI oder DeFi ist, kommt jetzt drauf an. Weil ich habe das bei einem Gigabyte gehabt. Bei MSI habe ich es eigentlich noch nicht gehabt, aber konnte ich jederzeit auch den nutzen. Aber da war das im BIOS, musste man das erst anhaken. Ja. Also ist auch nochmal so ein Tipp vielleicht. Ja. Also wir haben jetzt alles dran. Was wir jetzt nicht vergessen, wir kontrollieren alles nochmal. Wichtig ist immer, ja, dass alles angeschlossen ist. Wir sehen hier schon die Lampe von der Grafikkarte. Unten ist die Lampe vom Bocht schon an. Ja, und dann drücken wir jetzt einfach mal den Powerknopf. Also Betriebssystem habe ich hier auf dem Stick. Das ist das neueste jetzt, das 18.03er. Habe ich mir also von Microsoft runtergeladen. Ja, und dann machen wir nachher ganz einfach, dann geben wir unseren Code ein und fertig aus. Ja, das ist also wichtig. Ich nehme immer das neueste, dann brauche ich nicht die ganzen Updates nochmal durchzuführen. Ja, darum, das neueste bekommt man direkt bei Microsoft, kann man sich das runterziehen und dann auf den Stick kann man anwählen, auf den Stick als ISO-Datei. Ja, dann macht man sich das hier auf den Stick oder man brennt eine CD, aber bei CD muss ich dazu sagen, war hier schon zu knapp. Da fehlte jedes Mal ein bisschen, konnte ich keine CD oder DVD brennen. Und dann habe ich mir einfach hier so einen ganz normalen Stick. Das ist so ein Adapter, da steckt hier hinten so eine Micro-USB-Karte drin, weil ich davon noch so viele habe. Ja, habe ein bisschen Tesa drauf gemacht, damit es hält besser. Und den stecken wir jetzt auch ein, damit wir dann gleich vielleicht direkt auf Windows zugreifen können. Gucken wir mal. Mal gucken, wie rum der rein muss. So rum hatte ich schon richtig. So. Ja. Festplatte haben wir drin, das haben wir auch alles drin. Starten wir ganz einfach mal. So, das System startet und wir sehen, hier hinten haben wir schon mal keine LED am Laufen. Ja, vorne läuft LED, kommt aber bei dem Gehäuse hier nicht viel bei rüber. Muss ich dazu sagen, warum der hintere jetzt nicht läuft. Wahrscheinlich doch irgendwie wieder ausgegangen, abgegangen. Gucken wir jetzt gleich mal nach. So, wir haben also hier jetzt, wir sehen das da im Bildschirm, ich hoffe ihr seht das. Ja, Ryzen 5 2600X, Six-Prozessor. Wir haben DRAM, DDR4 2133, müssen wir später umschalten, das sind 16 GB. Der schreibt also jetzt alles, was soweit da ist. Und jetzt drücken wir einfach mal die F1-Taste. So, und dann sind wir schon im BIOS. Da sehen wir es. Wir ändern hier erstmal gar nichts, bin ich der Meinung. Ja, auch den RAM auch nicht. Wir lassen das alles so, wie es ist. Wir sehen ja, das Bocht ist erkannt, der Prozessor ist erkannt, der RAM ist komplett erkannt. Ja, alles ist soweit in Ordnung. Und wir lassen das jetzt so und drücken einfach nur F10 und machen weiter. Normalerweise müsste er jetzt direkt von dem Stick aus booten. Das sehen wir jetzt. Wenn er das nicht macht, müssen wir nochmal ins BIOS und dann eben den USB direkt anklicken. Wir schauen mal, ob er alle durchläuft. So, jetzt kommt nochmal das Bild. Also, ja, er geht also nicht direkt von USB, das heißt, wir könnten jetzt hier Enter drücken, macht er immer dasselbe. Das heißt, wir drücken Strong, Alt und Entfernen.
drücken, dann die Entfernen-Taste. Man könnte auch die F12-Taste drücken vielleicht und direkt vom System zu booten, also von USB zu booten. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob es S12 oder F11 ist. Ja, aber wahrscheinlich F11. Ja. Das Ganze nochmal. So. Jetzt drücken wir die F11-Taste. Ja, es, je nach Bocht ist es verschieden. Manche muss man auch F2 drücken, um ins BIOS zu kommen. Manche reicht Entfernen-Taste. Jetzt drücken wir hier mal F11. Da haben wir schon, da steht er schon. USB SDM Card Reader, please. Jawohl. Davon wollen wir booten. Macht er nicht. Er bootet nicht. So, ja, da bin ich wieder. Also mein Adapter war wirklich kaputt. Ich habe jetzt nochmal eine andere Micro SD reingetan, aber es funktioniert gar nicht. Jetzt habe ich einen neuen Stick gemacht. Ja, das geht eigentlich mit einem Stick ganz einfach mit dem Rufus-Programm. Ich werde es vielleicht nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Ja, also ihr seht hier von vorne her. Ja, da sieht man also von den LEDs jetzt so stark nicht so viel. Ne? Jetzt habe ich natürlich hier viel Licht. Mal gucken. Oh ja, es geht aber, ne, wenn man das Licht ausmacht. Ja, dezent. Sehr dezent, muss ich sagen. Ja, ne, also. Ja, geht aber, ne. Also man sieht schon ein bisschen was von RGB. Klar ist es jetzt nicht viel, weil die Matte da drin ist hier vor. Ja, die Schaumstoffe, die hält wahrscheinlich nicht viel ab. Ich wollte aber mal schnell noch gucken. Ich mache den mal kurz aus. Einfach auf Power halten. Dann ist er aus. Ich wollte mal schnell gucken. Jetzt machen wir mal ein Netzteil aus. Ziehen mal den Netzstecker raus. Ich wollte nämlich mal schnell gucken, warum ich hier auf dem einen Lüfter keine LED habe. Ob da jetzt wirklich wieder ein Stecker raus ist. Oder ist es der Stecker, der hier verklebt ist? Ja. Das ist der verklebte hier. Der hat keinen Kontakt. Ich nehme da einen anderen Port. Manchmal sind sie auch nicht richtig drin. Kriege ich jetzt nicht höher. Legen wir den mal auf Seite hier. Den müssen wir sowieso wieder reinmachen. Ich lasse jetzt mal die Seite auf. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt vielleicht doch irgendwie Fehler haben. So. Einschalten. Ne, der gibt hinten keine LED raus. Also, das wurmt mich doch jetzt hier, ne? Warum nicht? Nicht mehr. Habe ich den hier verkehrt? Ne, kann doch nicht verkehrt rum sein. Der gibt keine LED raus. Und die laufen? Das Board läuft und die Pumpe läuft auch. Jetzt. Ah. Das ist wirklich der Anschluss hier. Ah, Mann, ey. Das ist aber echt. Da ist wieder aus. Da
muss man was dahinter machen. Da habe ich eine kleine Idee. Dann machen wir noch ein zweites Gummi. So. Und jetzt gucken wir mal, ob jetzt überhaupt noch reingeht. So. Na, geht doch, siehst du? Jetzt ist er. Jetzt geht er nicht mehr aus. So. Ja, großartig reklamieren braucht man da nicht. Also da bin ich der Meinung, da muss man gucken, dass man die Stecker irgendwie schön am Halten kriegt. Also da gibt es immer eine Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel ein bisschen Gummi oder Tesa. Man hätte jetzt auch irgendwas anderes dahinter kleben können. Ne? Also wie gesagt. So. Jetzt auf ein neues. Ja, aber ihr seht, jetzt läuft die Pumpe schön vom Bord. Das läuft schön. Ja, ich zeige euch das mal hier oben. Läuft sehr schön. Ja. Und vorne, die laufen auch. Sehr gut. Ja. So. Und das läuft eigentlich jetzt übers Bord. Ja, also wie gesagt, jetzt müssen wir hier mal wieder raus. Ich stecke mal erstmal den Stick ein. Jetzt können wir nämlich auch hier oben einstecken. So, jetzt müsste das auch funktionieren. F10. Und nochmal zurück. Weil normalerweise funktioniert das über USB auf jeden Fall. Nur wenn der Stick natürlich kaputt ist. Kann passieren. Manchmal hat man die verrücktesten Sachen. Und jetzt gucken wir mal. Na, dreht er schon. Und schon sind wir schon im Windows Update hier. Jawohl, das ist sehr schön. Dann gehen wir weiter. Jetzt installieren. Ja, jetzt geben wir natürlich unseren Key ein. Ja. M1, M2, nicht vorhanden. Also der wird jetzt schon nicht, auch im BIOS nicht angezeigt. Dann stimmt was nicht. Dann muss ich nochmal... Dann ist es vielleicht nicht richtig drin. Weil wird nicht angezeigt hier. Nicht vorhanden, nicht vorhanden. Dann müssen wir wirklich nochmal. Schade. Da müssen wir nochmal ausbauen. Irgendwie stimmt was nicht. Dick. So. Einmal. Zweimal. Dieser war richtig drin. Vielleicht muss ich den Port nehmen. Papierchen weg, kleben das wieder hier drauf. So. Jetzt nehmen wir mal den. Vielleicht ist der obere wirklich nur für NVMe und der untere hat beide. So. Gucken. Ups, kommt denn da raus? Oh. Ding von meiner Grafikkarte. Oh, fällt aber trotzdem noch eins. So. So, auf grün. So.
nochmal einschalten. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf Entfernen. Settings, Systemstatus. Jetzt haben wir sie. Jetzt ist sie vorhanden. Ah, jetzt haben wir sie. Alles gut. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf Standardwerte. Ja, herstellen und F10 und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt müsste eigentlich nach Adam Riese erkannt worden sein. Dann wäre das wirklich so zu verstehen, dass der obere Slot nur für NVMe ist? Oder man muss erst den unteren, dann den oberen belegen? Ich muss vielleicht im Heft, ich hätte auch mal ein Heft nachgucken können. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es funktioniert. Weiter installieren. Gucken wir mal. Da ist sie. Jawohl, da ist sie. Also, bei meinem Board war das jetzt so, der untere Slot ist dann auch für SATA. Der obere hat nicht funktioniert direkt. Also, da hat nichts mit Treiber zu tun oder so. Ja, also ihr müsst wirklich gucken, wie es eigentlich vom Board her aufgeteilt ist. Wir werden jetzt gleich mal ins Buch reinschauen. Während die Installation läuft und werden mal gucken, was im Buch steht. Ja, so. Also, jetzt machen wir hier erstmal, das heißt, hier ist eure Platte, die ist noch nicht zugewiesen, der Platz, ja. 500 GB, fehlen auch immer mehr, sind nur noch 465 drauf. Gut, auf Neu, auf Übernehmen, auf Ja. Der wird jetzt einzelne Partitionen noch hier oben erstellen, ist auch alles richtig so. Und jetzt gehen wir einfach hier bei der großen Platte auf Weiter. Ich teile die nicht auf. Viele teilen die auf, machen die kleiner und damit sie dann nochmal, ich mache das nie, ich habe das noch nie gemacht. Also die soll groß genug sein für alles, was drauf muss. Ja, und darum hier einfach jetzt auf Weiter. Und jetzt wird Windows schon installiert. Und jetzt nehmen wir uns ganz einfach mal die Zeit, und während das läuft, und schauen nochmal hier ins Handbuch. Na, so, schauen wir mal ins Handbuch, wie das aussieht. Was haben wir denn da? Normalerweise müsste auch hier Deutsch drin sein. Das ist gar nicht in mehreren Sprachen. Ja, das Ding ist ein. Ist nur Englisch. So, jetzt gucken wir aber mal Englisch. Jetzt will ich aber nochmal wissen. Hier sind die Strips. Also hier könnt ihr nochmal gucken, wie die einzelnen Pinne sind. Dass hier der ARGB ist und hier oben der RGB ist. Ja. Und da haben wir sogar noch einen. Ich hätte also sogar noch einen auf dem Board. So, jetzt wollen wir mal gucken, was sind die einzelnen Anschlüsse. Die SATA M2. Hier sind die SATA Anschlüsse. Hier sind sie doch, die M2. So. Lassen Sie, schwer, Famsa, Motherboard. Move 2 Fast M. So, hier so ein kleiner Nachtrag. Bei mir geht also nur SATA auf den M2-2 Platz. Also da müsst ihr vorher kontrollieren, dass das auch dann bei euch funktioniert, ja? Da kann ich jetzt auch nichts lesen. Da müsste ich vielleicht doch mal oben nochmal hochgehen und dann oben nochmal gucken. Das ist schon durch. Das schon mal gesehen, so schnell. In der kurzen Zeit jetzt, zack, ist das schon durch. Wahnsinn.
Da startet der schon neu. Das ist schon installiert. Das Windows. Wahnsinn. Da seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Ja. Wie gesagt, Lüfter runtersteuern, anschließend wieder das. Das machen wir alles nachher. Aber das geht hier wirklich blitzschnell alles schon. Blasen gut durch die Lüfter. Ja. Bin auf Diät. Da haben wir schon Windows installiert. Das waren jetzt, weiß nicht, keine 10 Minuten. Also so schnell habe ich Windows auch noch nicht installiert gehabt. Das ging ja wirklich fantastisch schnell. So, das heißt, Windows war ja sehr schnell installiert. Dann empfehle ich euch ganz einfach natürlich auch die ganzen Treiber zu installieren. Entweder von der CD, ohne dass ihr Internet macht. Also lasst das Internet wirklich noch weg, weil Windows fuscht euch immer wieder dazwischen, ja, und installiert dann seine Treiber und die harmonieren nicht manchmal so gut. Darum ist meine Meinung, installiert euch erst die Treiber alle. Ja? Am besten vielleicht beim Freund oder weiß ich, vorher alles runterladen, was er an Treiber braucht. Ja, da geht er einfach da ins Internet auf der Seite und dann zieht er euch die runter auf den Stick machen. Ja, ist meines Erachtens immer das Allerbeste. Ja, ich habe jetzt auch noch hier den Nvidia-Treiber runtergeladen. Den installieren wir jetzt auch. Ja, ich schreibe zwar jetzt, ist keine Verbindung möglich. Trotzdem ausführen, ja. Gucken wir, ob es überhaupt funktioniert. Ohne Internet müssen wir jetzt mal abwarten. Kann sein, dass er gleich meckert. Dann müssen wir natürlich dann Internet drauf machen, weil der Grafiktreiber, den brauchen wir natürlich. Ja. Aber meine Empfehlung ist, wenn es geht, also ich habe jetzt zum Beispiel Audio, Internet, Chipsetztreiber. Der Chipsetztreiber mache ich immer als erstes. Ja, damit, das ist der erste Treiber, den ich immer installiere. Ja. ME-Treiber kann man danach und dann eben auch alle anderen Treiber. So, schauen wir mal, was er sagt jetzt. Systemkompatibilität wird geprüft. Ich muss sagen, das System, ich glaube, das rennt schon ganz gut mit dem 2600X. Also was ich eben schon beim Installieren von Windows gesehen habe und was ich hier jetzt gerade auch bei den Treibern gesehen habe, dass lässt mich schon gute Hoffnung sein. Ja, ist natürlich auch die SSD, die direkt angebunden ist. Klar, ist keine NVMe, ich weiß, aber eben so Express auch. Also geht alles. Kann man nicht auch ohne Internet installieren. Dann ist der nämlich schon drauf und dann Windows braucht dann nicht nochmal extra irgendwas. Ja. Ja. Also ich muss sagen, das Ganze dann ohne Festplatte. Da kann man in so ein kleines Gehäuse natürlich auch schön was reinmachen. Wie gesagt, Grafikkarte muss man schauen, dass sie nicht zu lang wird. Ja. Aber ich muss sagen, hier durch den Kühler hier kommt eigentlich noch gut Frischluft. Die oberen ziehen gut ab, der hintere auch. Also das läuft auch alles ganz gut bis jetzt. Ich werde vielleicht gleich versuchen, die Schläuche nach oben zu legen. Mal gucken, ob ich da oben irgendwo dran komme oder ob sie sich nach oben, weil das verdeckt mir zu viel hier, die schöne Pumpe. Ja. Nun, das lauteste im Moment sind hier wirklich die Lüfter. Wenn ich den mal anhalte, dann sind es jetzt im Moment noch die von der Grafikkarte, weil die eingestellt werden. Ja, die oberen hört man gar nicht. Jetzt geht's runter. Jetzt ist die Grafikkarte leise geworden. Jetzt sind die Treiber da. Jetzt fährt die langsam runter, die Grafikkarte. Ja, jetzt ist auch schön leise. Ja. Jetzt stellen wir gleich noch die Lüfter ein. Wie gesagt, das muss jeder auch für sich entscheiden, wie er die Lüfter einstellt. Ja.
Ich werde gleich aber auch mal gucken mit dem Mystic Lightning jetzt vom Bocht, wenn ich da was ändere, ob sich das auch auf die Lüfter bezieht. Da bin ich natürlich dann auch mal gespannt, weil das müsste ja dann sein, weil ich ja hier die Verbindung gestellt habe, hergestellt habe zum Bocht direkt. Ja, dann müsste das auch über die Lüfter dann gehen. Da bin ich echt mal gespannt. So, schließen. Und somit ist die Anzeige, jetzt seht ihr auch, jetzt haben wir eine vernünftige Anzeige. Ja. So, jetzt will er hier noch wissen, GeForce muss online sein. Also, zum Anmelden muss man online sein, klar. Da gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Aber jetzt haben wir erstmal alle Treiber drauf. Wir gehen mal in den Gerätemanager. Und ihr seht hier nicht ein Ausrufezeichen, keine Fehlermeldung, alles ist okay. Und damit ist Windows perfekt installiert. Ja. Hier ist jetzt noch Kontoschutz, klar, logisch, können wir hier schließen, brauche ich nicht, will kein Microsoft-Konto anmelden. Und jetzt haben wir hier auch grün. Bluetooth haben wir, Killer-Alarm haben wir installiert, Geräte, alles ist da. Jetzt können wir auch hier den Ultra, also da muss ich erst noch den Treiber wieder entfernen, weil da ist nämlich mein Windows drauf. So, dann haben wir das nämlich. Können wir das nämlich hier mal ein bisschen auseinanderziehen. Das mache ich immer ganz gerne, dass sie ein bisschen größer sind. So, ja. Ne, also Änderungen, was ihr machen möchtet, wie ihr das haben wollt, das muss jeder für sich entscheiden. Ne, wir können aber gerne mal gucken, hier System, da gehen wir mal hier auf Info. Und da seht ihr hier Windows 10 Home 18.03, ja. Ist nur die Home-Version, ja. Ne? Ich habe auch die Pro da, aber die habe ich oben drauf und hier ist die Home drauf. Ich brauche ja mehrere Systeme. Wenn ich jedes Mal, man darf ja nicht auf einem Rechner zwei Systeme, das wisst ihr ja, glaube ich, dass das nicht erlaubt ist. Und gerade bei mir, wenn ich hier über YouTube was mache, da muss man dann schon wirklich zwei Systeme haben. Und hier reicht mir einmal das Home und einmal eben das Pro habe ich dann. Ja, damit auch da nichts verkehrt läuft, alles sauber abläuft. Ja, so, ich hoffe, es war für euch. Also, wir können noch mal kurz kommen. Wir gehen noch mal zusammen ins BIOS. Da gucken wir mal, wie wir das einstellen. Dann machen wir das vielleicht auch noch mal schnell. Habe ich zwar schon mal gezeigt, aber komm, ich sage immer, viele gucken die alten Videos nicht so oft oder wollen sie nicht gucken. Darum machen wir da noch mal jetzt kleinen Schnelldurchlauf hier, gucken wir mal. So, also wir gehen hier auf den Hardware-Monitor und hier ist die Kurve. Da haben wir zum Beispiel jetzt als erstes den CPU. Das sind die zwei Frontlüfter, die dran sind. Ja? Der läuft zurzeit mit 540, 540, und das ist eigentlich okay. Ja? Das heißt hier, da geht das schon auf 55 Grad. Also die Kurve kann man eigentlich so lassen. Das ist eigentlich okay. Wir müssen nur auf PWM stellen. Das müssen wir schon machen. Das war gar nicht gerade. Gut, jetzt haben wir das auf PWM. Ja. Normalerweise fängt bei mir erst bei 50 Grad an. So. So mache ich meine Kurve meistens. So, und oben gehe ich auch nicht bis 85, die können schon bei 80 Grad mit Vollsaft, also mit voller Umdrehung praktisch schon laufen. Ja, das ist meine Meinung. Bei 50 Grad fangen sie an, erst hochzugehen. Ansonsten bis 50 Grad laufen sie bei 600, da kann man jetzt noch ein bisschen runter. So, dass sie mit 560 so drehen. Ja, darum wird meine Idle-Temperatur natürlich ein bisschen höher sein. Aber das ist mir egal, ob der im Idle jetzt 30 oder 32 oder 35 Grad hat. Das ist mir eigentlich wurscht. Ja. Aber er soll im Idle eben und wenn ich im Internet nur surfe, nicht direkt hochfahren jedes Mal. Darum ist das meine Kurve. Die Pumpe läuft hier mit 2450. Das liegt hier auf PWM. Das machen wir hier.
Und den müssen wir dann auf. Halt, jetzt ist er aus. Jetzt müssen wir den hochfahren. Ja, das ist also die Pumpe, die soll also wirklich mit 12 Volt, und das läuft ja über DC, soll die also voll arbeiten. Die muss nicht runtergeregelt werden. Ja. Das können wir so machen und fertig. Und dann läuft sie. So, dann haben wir noch den System 1. Das dürfte. Die oberen Lüfter dürften das sein, glaube ich. Schauen wir mal. Also aber auch PWM. So. Oder ist es der hintere? Der kann auch bei 50 Grad anfangen. So. Ich hoffe, ihr seht das. So, also auch hier 80 Grad, schön steil. Er läuft jetzt nur noch zu schnell, also gehen wir noch ein bisschen runter. So. Schön leise. Auch da laufen sie jetzt mit 700 noch. Das ist der hintere, der Hecklüfter ist das. Ja, den kann ich aber auch noch ein kleines bisschen runterziehen. So. Ja, da soll nämlich genauso schön leise sein mit 600 Umdrehungen. So, und dann ziehe ich die mittleren einfach so, dass wir eine gerade Linie ungefähr haben. So. Ja. Und jetzt seht ihr, jetzt sind es nur noch 600. Wunderschön. Und jetzt haben wir noch die zwei oberen. Die laufen noch nicht mal auf PWM. Die müssen aber auf PWM. Dann machen wir genau dasselbe. Mache ich, wie ihr es macht, müsst ihr wissen. Ja, bei mir kann ein Rechner ruhig mal 50 Grad erreichen, das ist gar kein Problem. Aber wenn er die dann erreicht, soll er schon bei 80 auf volle Touren sein. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. So. 500, 400, also ein bisschen zu wenig. Gehen wir wieder ein bisschen höher. So, ist jetzt auf 470. Noch mal ein bisschen höher. Also 600 können sie eigentlich alle drehen, fast alle. So, jetzt haben wir den auch auf 600. Also jetzt seht ihr hier, ich hoffe, ihr seht, wir haben hier 570, hier 610, hier 610. Also alles im grünen Bereich. Mehr haben wir nicht angeschlossen zurzeit. Ja, alles ist aber vernünftig angeschlossen, alles ist PWM-mäßig angeschlossen. Ja, jetzt können wir hier rausgehen. Hier haben wir Boot Samsung. 860 Evo ist auch alles klar, können wir auch so stehen lassen. Ja. Dann könnten wir mal gucken, wie der RAM. Der RAM läuft jetzt noch auf 3231. Da können wir jetzt mal gucken. XMP, AXMP, Profil 2. Das wären 3200, 16, 18, 18, 38. Ja. Da ich aber immer erst eine Sache mache. Das heißt, wir haben jetzt die Lüfter geändert. Drücke ich jetzt F10 und wir machen erstmal nur die Lüfter. Dass sich das alles schön einstellt. Danach gehen wir ins BIOS. Ah, zu spät. Ah, müssen wir es einmal durchlaufen lassen. Ja? So, und jetzt hört ihr alles leise. Wunderbar leise. So soll es sein. Ja, schön leise. Haben wir den gar nicht eben entfernt? Ultra auswerfen. Können wir jetzt auswerfen.
So, jetzt können wir den Stick entfernen. Machen auch viele nicht. Die ziehen einfach einen Stick raus und wundern sich, dass er irgendwann dann kaputt ist oder nicht richtig läuft. Also immer, wenn ihr einen Stick einsteckt, auch eine Festplatte oder so, immer auf den Entfernen-Button unten gehen. Saubere Entfernung, dann wird der abgeschaltet, dann kann man den rausziehen. So, also das System läuft super leise. Super leise. Wir schauen mal, ob wir die vielleicht wirklich hochgebogen kriegen. Oh, nee, da kommen sie oben dran. Ja, wenn ich die also hochbiege, gucke ich mal. Ja, da müsste ich sie irgendwie runterhalten. Da wird der Lüfter komplett ausgebremst. Dann müsste ich sie schon irgendwie hier runterziehen. Ja. Oder irgendwas zwischenlegen da unten, aber das geht auch nicht. Tiefer kam ich ja nicht mit den 120ern. Ja, schade eigentlich, ne? Ja. Wenn ich hier loslasse, kommen sie oben dran. Also, machen wir sie wieder nach unten, ist nicht so schlimm. Ja. Vielleicht können wir sie auch ganz runter, so, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr Platz geben da. So, ja, es passt schon. Wenn man so von der Seite guckt, sieht man noch ein bisschen was. So. So ist schon, ja. So ist gut. So sieht man noch was. So, wie gesagt, jetzt machen wir nochmal neu. Machen nochmal Neustart. Ja, und es ist ganz normal, dass viele Boards das machen, wenn sie, wenn du einen Rechner anmachst, dass erstmal alle Lüfter hochfahren. Ja? Und wenn dann wie ins Windows kommst, dann fahren die langsam runter. Ist aber ganz normal, machen mittlerweile viele Boards. So, da haben wir hier also jetzt das XMP. Wir nehmen direkt das Zweier. Ich will wissen, ob er mit 3200 läuft. Schauen wir mal. F10. Profil 2 eingeschaltet. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob er hochfährt oder nicht. Das ist ja bei Reisen immer so eine Sache, aber so wie es aussieht, ganz ohne Probleme scheint er also hier hochzufahren. Und da ist er schon hochgefahren. Ja, also ich habe jetzt noch kein Internet, muss gleich erstmal machen, da muss ich mal CPU-Z, aber er läuft jetzt auf 3200. Das ist gar kein Thema, das brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre, ich habe ja hier die neue BIOS-Version drauf. Das könnte ich vielleicht noch mal installieren. Jetzt gucke ich mal, auf welchem Stick es war. Ne? Hier war es. Da ist die BIOS-Version drauf. Machen wir noch mal. Neu starten. So, da sind wir neu gestartet. Was haben wir für eine Version? Wir haben die 120er und die neue ist schon die 130er, also auf Flash. Jetzt fährt der Rechner einmal runter. Entweder findet er sie direkt oder man muss sie dann nochmal anklicken. Ja, das ist auch von Board zu Board verschieden. Ja, es kann sein, dass er jetzt direkt auf den USB-Stick geht und die findet. Ja, er schreibt da Enter Flash Mode. Also hier müssen wir jetzt noch die Version auswählen. Das ist also der Stick. Hier sind wir jetzt drauf und da unten ist sie, die 130er. Möchte ich das machen? Ja. So, und jetzt wird abgedatet. Das BIOS wird jetzt geflasht. Da seht ihr 2%. Und derzeit dürft ihr den Rechner nicht ausmachen, den Stick nicht ziehen. Es darf kein Stromausfall sein. Also, das ist immer ganz wichtig. Wenn das passiert, dann könnt ihr so ein Board, glaube ich, einschicken. Dann ist es sehr schwer. Ja,
Bei jedem Wort würde es, glaube ich, sogar noch gehen. Wir haben nämlich hier oben den Schalter für direkt fürs BIOS zu flashen. Da könnten wir dann draufdrücken, Stick rein. Dann geht es auch nochmal, dass man das nochmal neu drauf flashen kann, selber. So viel ich weiß. Nagelt mich da jetzt nicht fest, es ist nur, was ich so im Kopf habe. Ich sag schon mal, es ist alles so hobbymäßig. Ich habe nicht immer so viel Input dann auch, dass ich alles weiß. Und das gebe ich auch eigentlich zu, auch wenn ich schon älter bin. Ja, ich kann trotzdem dazulernen und wissen tue ich nicht alles. Weil, ja, es gibt welche, die machen das beruflich. Und wenn ich das beruflich mache, habe ich natürlich 8 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag Zeit, mich nur mit der Materie zu beschäftigen, und dann ist das was ganz anderes, ja, als wenn ich da, ich sag mal, in der Woche so ein paar Mal dran sitze. Ja. Wichtig ist nur, wenn wir das BIOS jetzt geflasht haben, müssen wir nachher die Lüfter wieder neu einstellen und auch den RAM neu einstellen. Ja, also denkt nicht, wenn ihr ein BIOS-Update macht, dass alles gespeichert bleibt. Na, also wenn ich da sehe, CPU 32 Grad und das hier beim Flashen, das ist schon eine tolle Temperatur. Ja, vor allen Dingen ist er im Moment noch ziemlich heiß. War schon toll. Kann man nicht anders sagen. System hier fertig ist, ja, dann bin ich auch schon wieder beim nächsten dran. Und eins weiß ich, sollte ich mir noch mal eine Grafikkarte kaufen, die Asus hier ist nicht verkehrt. Ja, die ist gut, ist eine gute Karte, aber dann würde ich jederzeit liebend gerne wieder eine andere nehmen. Also ich war mit der MSI, vielleicht bin ich da ein bisschen verwöhnt, weil die Lüfter auch schön stehen bleiben. Das haben wir hier leider nicht bei der 1060. Bei der 1070 ist das, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht genau, bei welcher. Bei Asus auch die Lüfter stehen bleiben, weil im Idle müssen die nicht drehen, bin ich der Meinung. Also dafür würde ich jederzeit wieder eine MSI vorziehen. Ja, darum, ja, mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal was, dass ich da mal eine neue kriegen kann. Ja. Im Moment fallen die Preise sowieso für Grafikkarten. Ich habe jetzt gesehen, die 1070 von MSI, die AROS, die so schwarz-weiße Variante, kosten nur noch 369 Euro. Für eine 1070 ist ein guter Preis. Kann man nicht meckern. Klar kommen jetzt die neuen raus, aber muss man immer die neueste haben? Weiß ich nicht. Ja, ich bin der Meinung, da kann man auch mal noch den Vorgänger nehmen, wenn man den für kleines Geld dann kriegt. Ja, die hättest du sonst für 3,69 nicht bekommen. Na, da war die günstigste, glaube ich, am Anfang 3,99. Ja, darum, da war ich echt schon überlegen, aber im Moment war jetzt mit dem CPU und alles. Ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt wieder ein System mache. Dann habe ich die Testbench ja noch da stehen. Die muss jetzt auch noch irgendwie bestückt werden. Ob ich da oben das System mache oder hier auch ein neues System jetzt nochmal in Angriff nehme, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber die Wasserkühlung von Cooler Master ist schon echt, echt beeindruckend, weil die Pumpe absolut leise. Die Lüfter, man hört sie ein klein bisschen, aber das ist im Moment auch wieder von der Grafikkarte, die man da hört, die Lüfter. Jetzt wieder hoch. Das erste Mal lasse ich den jetzt ruhig durchlaufen. Mal gucken, was er sagt oder ob er selber ins BIOS geht. Müssen wir mal gucken. Ne, er geht durch. Startet nochmal neu, siehst du? Jetzt geht er ins Windows. Ja. Ich lasse ihn immer erst, wenn ich sowas gemacht habe, erst nochmal ins Windows gehen. Ja. So, jetzt könnt ihr nämlich auch an den Lüftern merken, dass das noch nicht so prall ist. So, und jetzt gehen wir nochmal neu starten. Und jetzt gehen wir nochmal ins BIOS. Ja, da läuft der RAM wieder auf 2133. Ja, also wieder auf Advance, OC, XMP, Profil 2,
F10. Yes. Und durchfahren. Also wenn ich an die ersten Zeiten von Reisen denke, war das alles gar nicht möglich. Dann hat er jetzt schon 3-4 Mal neu hochgefahren, hat er nicht genommen, die 3200, ja, und hier sofort, zack, startet durch. Also die haben schon einiges getan, muss ich sagen. Ja, auch gerade beim RAM, ne, alles toll. Ihr seht, also der startet direkt wunderbar schnell durch. So, sind wir mal nochmal neu start. Damit wir uns jetzt die Lüfter wieder einstellen können. So, jetzt haben wir die Kurven wieder alle eingestellt. Jetzt gehen wir raus, machen wir F10 wieder. Alles bestätigen. So. Ja, und somit ist jetzt wieder alles läuft. Und jetzt gebe ich dem Ganzen das erste Mal Internet, dass er dann die Updates machen kann. Dann kann er sich. Ja, und wichtig ist nochmal, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Wichtig ist, was war das nochmal, damit er nicht die eigenen Treiber überschreibt. Ich habe das einem Kollegen geschickt. Ich guck mal gerade nach. Ist ja mir auch eine Sache, die ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Krieger hier. Da habe ich nämlich geschickt ein Bild, und zwar nennt sich das Ganze Geräteinstallationseinstellungen. So, also wir öffnen hier unten Windows Geräteinstallationseinstellungen. Jetzt seht ihr es da schon. Zack. Und hier möchten Sie für Ihre Geräte verfügbare Hersteller-Apps und benutzerdefinierte Symbole automatisch herunterladen. Ja, nein. Nein, Ihr Gerät funktioniert unter anderem nicht wie erwartet. Scheißegal, wir haben die Treiber drauf, die da wichtig sind. Und Windows muss da nichts ändern. Wir haben alle Treiber drauf. Ja. Änderungen speichern, fertig. Und jetzt kann ich dem Strom geben, jetzt ändert er mir auch keine Treiber mehr. Denn wir haben ja alle Treiber drauf. Ja? Wenn wir jetzt nochmal Gerätemanager gucken, da sind alle Treiber drauf. Und wichtig ist, geht alle 3-4 Wochen einfach mal auf die Seite von eurem Board, Asus, MSI. Da schaut ihr einfach mal über die Treiber. Da steht dann, ob da neue Treiber gekommen sind. Ja? Das heißt, das kann man sich dann ansehen, und wenn dann neue Treiber sind, dann lade ich mir die runter. Selber. Und kann die dann installieren. Ja, und dann wird der alte sowieso überschrieben. Ja, aber das mache ich selber. Ja, ihr könnt es so laufen lassen, aber ich gucke alle 3-4 Wochen auch BIOS-mäßig. Habt ihr jetzt gerade gesehen, ich habe das System ja gar nicht so lange jetzt weg gehabt. Schon wieder ein neues BIOS gewesen. Aha, also machst du es drauf. Ja, flechst es wieder drauf. Das Ganze eben mit einem schönen Stick. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt bin ich hier drin, jetzt gebe ich ihm gleich Strom, alle Updates machen lassen, ja, und drauf installieren, was man haben möchte, und fertig. Ja, ich muss mir jetzt nur noch klar werden mit dem oberen Slot jetzt, ob ich da jetzt wirklich keine SATA mehr reinmachen kann, wenn ich da nur eine NVMe reinmachen kann, weil die ist mir zu teuer. Jetzt hör mal auf da, blödes Handy. Das ist mir zu teuer. Ja, dann würde ich dann doch noch eine SATA SSD, normale SSD, die man doch mit Strom befeuern muss, noch reinmachen, ja. Weil ich jetzt, wenn ich jetzt eine NVMe reinmache, dann würde ich, hätte ich ja da das Betriebssystem drauf machen können, ne? Aber flott ist das Ganze schon, muss ich sagen. Und ich will eigentlich ja keine Festplatte mehr, also ich wollte ja alles mit den M2. Ja, ich muss noch mal gucken, vielleicht muss auch erst der untere belegt sein, bevor der obere dann aktiv wird. Ich muss mir das gleich noch mal anschauen. Aber so funktioniert das Ganze, meine Freunde. Ja, und wie gesagt, wenn jetzt der Stick hier oben auch fertig ist, hier unten drauf, Gerät, Drucker öffnen, Ultra auswerfen, da kommt die Nachricht, kann jetzt entfernt werden und fertig. Ja, und dann macht ihr auch eure Sticks nicht kaputt, was viele ja machen. Ja, darum meine Empfehlung. Immer nur meine Empfehlung. Ihr müsst das alles nicht machen, ja.
Ich kann es nur empfehlen. Ich sage auch nicht, das muss sein, wie mal einer geschrieben hat. Ich hätte gesagt, das muss gar nichts. Man muss, wir müssen irgendwann alle mal sterben. Irgendwann sind wir alle dran. Aber das muss man nicht. Das kann man machen. Ja, man kann das so machen, wie ich das sage. Und ansonsten, wenn man es nicht macht, ja, dann lässt man es. Ja, dann kann man es ja vielleicht anders machen. Darum, also ich fahre so ganz gut. Ja, und dann sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Zusammenbau, beim nächsten Test. Ja, nächsten Videos stehen in Startlöchern. Ihr seht, meine beiden Flüssigkeiten sind noch da. Ja, also da wird ja nochmal ein neues System gestartet, nochmal mit Wasserkühlung und der Flüssigkeit, damit ich euch da auch was auf den Laufenden halten kann, ob die Flüssigkeit wirklich so gut ist. Ja, aber was mir unheimlich gefällt, ist dieses schöne System hier. Das gefällt mir richtig gut. Ja, schön klein. Absolut leise. Wir haben schön was mit LEDs drin. Ja, wenn es jetzt dunkel ist, sieht das bestimmt richtig knackig aus. Finde ich gut. Ja. Ne? Und mit der LED-Anzeige da unten, 24, das sind keine Fehlercodes. Das sind ganz normale Codes. Bei Asus ist es immer die 40, die da steht. Oder AA steht da, wenn man neu gestartet hat. Ja, da sind immer verschiedene Sachen, die da schon mal. Ne? Ein Fehler würde anders aussehen. Ja? Aber es läuft hier eigentlich alles darum. Das ist auch keine Gradzahl, was viele schon mal denken, ist eine Gradzahl. Nee, ist auch keine Gradzahl. 24 Grad, kann man nicht vorstellen, dass ich 24 Grad habe. Dafür ist es zu warm. Ja, also wie gesagt, wir sehen uns wieder und bis dahin ganz einfach. Hat euch das gefallen? Daumen hoch. Hat euch meine Arbeit gefallen? Daumen hoch. Gefällt euch das, was ich hier gemacht habe, nicht? Dann kommentiert es einfach, ja? Aber mit dem Daumen, wieder mal erwähnt, meine Arbeit bewerten. Wenn ihr meine Arbeit beschissen findet, dann den Daumen nach unten. Sagt ihr, macht das ganz gut. Daumen nach oben, freue ich mich drüber. Lasst ein Abo da. Ja, die nächsten Videos kommen. Wie gesagt, ich habe schon wieder ein bisschen umgebaut. Das Ganze wird hier nochmal umgebaut jetzt. Ich will das alles noch ein bisschen aufräumen. Vielleicht den Tisch sogar vergrößern, dass ich mehr Platz habe. Dass ich ein bisschen eine Ecke habe, wo ich noch ein bisschen mehr machen kann. Schauen wir einfach mal. Ja? Und ansonsten bis dahin, was sage ich immer? Genau, meine Freunde. Tschüss zusammen.